Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli u još jednu fokusiranu video lekciju. Danas se fokusiramo na reči etvas. Etvas, nešto ili malo. Vidjet ćete, ima nekoliko zanimljivih značenja. U suštini, kad prođete kroz ovih 150 rečenica koje sam vam pripremila, sigurna sam da ćete znati da koristite etvas, da prepoznate kad i kako treba da koristite tu reč. I nemojte reći, to je lako, što ću ja to da gledam. Znači, etvas je samo jedna reč u svim ovim rečenicama, ono što, na što vi naravno obraćate pažnju i sve ostalo što se nalazi oko etvas. Dakle, u kojem se to društvu etvas kreće, u kakvim se to rečenicama pojavljuje, objasnit ćemo danas. Krećemo odmah sa lekcijom. Dakle, danas se bavimo sa etwas ich möchte, etwas essen. Ja bih želeo nešto da jedem, šta god. Gladan sam. Ich möchte etwas essen. Ich habe großen Hunger. Ich möchte etwas essen. Broj 2. Ich will etwas kaufen. Hoću nešto da kupim. Ich will etwas kaufen. Ich habe ein bisschen Geld gespart. Uštedeo sam nešto novca und ich will etwas kaufen. Suchen Sie etwas bestimmtes? Tražite li nešto određeno, nešto posebno? To vas pitaju obično u prodavnici kad pitaju da nešto tražite. Suchen Sie etwas bestimmtes? Da li tražite nešto posebno? Jeder will etwas anderes. Svako želi nešto drugo. Jeder will etwas anderes. Etwas anderes, nešto drugo. Er will etwas Wasser. Sein Mund ist trocken. On bi želeo malo vode. U ovom slučaju etwas Wasser, kad stoji ispred neke hrane, etwas kuchen, znači ein bisschen. Er will etwas Wasser. Er will ein bisschen Wasser. On želi malo nešto vode. Usta su mu suva. Er ging etwas später als gewöhnlich ins Bett. Znači ovo možemo cijelo zajedno da zapamtimo. Etwas später als gewöhnlich. On je otišao nešto kasnije nego obično u krevet. Znači, wann ging er ins Bett? Ovo ging je preterit. U perfektu bi bilo, ne on, nego ja. Ich bin etwas später als gewöhnlich ins Bett gegangen. Ili ich ging. Wann gingst du ins Bett? Ich ging etwas später als gewöhnlich. Nešto kasnije nego obično. Ins Bett. Das ist etwas, wofür ich kein Verständnis habe. Ovo zvuči neko malo ljutito. To je nešto za što ja nemam razumevanja. Nekako roditeljski roditelj kaže kad dete nešto uradi. Das ist etwas, wofür ich kein Verständnis habe. Ili neki šef u firmi. Das ist etwas, wofür ich kein Verständnis habe. Verständnis, razumevanje. Kad kažete danke für je Verständnis, hvala na razumevanju, ali ovdje je to malo u drugom smislu, znači das ist etwas, wofür ich kein Verständnis habe. Dem Patienten geht es etwas besser. Ovo je ono etwas u smislu ein bisschen. Pacijentu je malo bolje. Pacijent se osjeća malo bolje. Dem pacijenten geht es etwas besser. Ovdje je pacijent u dativu. Kome čemu? Pacijentu je etwas besser. Ich komme vielleicht etwas später. Doći ću možda, opet možemo reći, malo kasnije. Nešto kasnije, malo kasnije. Etwas später. Wann kommst du? Etwas später. Ich werde später etwas zu essen bringen. Kasnije ću doneti nešto za jelo. Ich werde später etwas zu essen bringen. Wir müssen etwas unternehmen. Broj 11. Moramo nešto da preduzmemo. Wir müssen etwas unternehmen. Unternehmen. Preduzeti. Wir müssen ihm helfen. Moramo mu pomoći. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe etwas Interessantes zu erzählen. Imam nešto zanimljivo da ispričam. Ich habe etwas Interessantes zu erzählen. Dakle, iza etwas od prideva
pravimo imenicu, pišemo je velikim slovom i dodajemo s. Znači od interesant pravimo interesantes, etwas interesantes, etwas schönes, etwas gutes, etwas schlechtes. Ich habe etwas interesantes zu erzählen. Denn ich habe etwas gefunden, etwas sehr interesantes. Jer sam nešto našao, nešto veoma interesantno. Denn ich habe etwas erfunden. Ili ovdje bi mogli reći, ich habe etwas erfahren. Nešto sam saznao. Ich habe etwas erfahren, etwas sehr interesantes. Nešto veoma interesantno. Lass mir etwas Zeit. Daj mi malo vremena. Ich muss darüber nachdenken. Moram da razmislim. Lass mir etwas Zeit. Malo vremena. Nešto vremena. Lass mir etwas Zeit. Ich bin immer der Letzte, der etwas weiß. Uvijek sam ja posljednji koji saznam nešto. Ich bin immer der Letzte, der etwas weiß. Ich bin immer der Letzte, der etwas weiß. Mit etwas Geduld geht alles. Ovo ćemo da obojimo u crveno. Mit etwas Geduld geht alles. Sa malo strpljenja sve se može. Dakle, ono što nam sada svima fali, ne sada, nego u posljednje vrijeme jeste strpljenje. Ljudi su strašno ungeduldih. Mislim, ja prva. Svi smo nestrpljivi, svi hoćemo nešto odmah sada. A mit etwas Geduld geht alles. Čak i se nemački nauči mit etwas Geduld. Sa malo strpljenja. Soll ich etwas für dich tun? Da li treba nešto da uradim za tebe? Was brauchst du? Šta ti treba? Soll ich etwas für dich tun? Ich habe Angst. Vielleicht ist etwas passiert. Gde? Wo ist er? Ich habe Angst. Vielleicht ist etwas passiert. Bojim se. Možda se nešto dogodilo. Vielleicht ist etwas passiert. Möchtest du etwas essen? Da li bi želeo nešto da jedeš? Möchtest du etwas essen? Kann ich noch etwas kuchen haben? Znači, ovdje smo rekli etwas kao ein bisschen. Mogu li još malo kolača? Kann ich noch etwas kuchen haben? Bevor wir gehen, möchte ich noch etwas essen. Prije nego što krenemo, želeo bih još nešto da pojedem. Bevor wir gehen, möchte ich noch etwas essen. Etwas Schöneres habe ich noch nie gesehen. Nešto lepše ja nisam previdio. Dakle, napravili smo od schön, lepo. Prvo komparativ, schöna. Sad sam izgubila. Evo ga. Znači, od schön imamo schöna, komparativ. Lepše, pa sad imamo veliko slovo. I dodamo s, kao što rekao. Etwas gutes, etwas schönes. Etwas interesantes. Dakle, nešto lepše nikada nisam video. Etwas schöneres habe ich noch nie gesehen. Ich möchte etwas kaltes trinken. Es ist warm. Ich möchte etwas kaltes trinken. Želim bih da popijem nešto hladno. Znači, kalt je pridev. Dodajemo mu s i veliko slovo. Etwas kaltes. Er spricht etwas englisch. Zamjena za ein bisschen. On priča malo engleski. Er spricht etwas englisch. Mama, kannst du mir etwas Geld geben? Možeš mi dati malo novca. Etwas. Mama, kannst du mir etwas Geld geben? Wir möchten gern etwas sagen. Mi bismo rado nešto da kažemo. Wir möchten gern etwas sagen. Ovo smo rekli. Etwas habe ich doch vergessen. Nešto sam ipak zaboravio. Možemo počnemo rečenicu sa etwas habe ich doch vergessen. Nešto sam ipak zaboravio. Ich möchte Sie etwas fragen. Ja bih želeo vas nešto da pitam. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte etwas kaufen. Želeo bih nešto da kupim. Ich habe etwas zu sagen. Imam nešto da kažem. Etwas anderes. Nešto drugačije. Etwas anderes.
Das ist etwas ganz anderes. To je nešto sasvim drugačije. Das ist etwas ganz anderes. Hast du etwas? Was ist los? Hast du etwas? U smislu, bukvalno, da li imaš nešto, odnosno, šta se dešava? Hast du etwas? Kao da ti nešto nije u redu. Hast du etwas? Was ist los? Sie haben immer etwas zu tun. Oni uvek imaju nešto da rade. Sie haben immer etwas zu tun. Möchte jemand noch etwas kuchen? Da li neko želi još malo kolača? Möchte jemand noch etwas kuchen? Kannst du mir etwas davon leihen? Možeš li mi malo od toga pozajmiti? Kannst du mir etwas davon leihen? Ich habe etwas verloren. Warum weinst du? Zašto plačeš? Ich habe etwas verloren. Nešto sam izgubio. Ich habe etwas verloren. Kannst du etwas weniger Lärm machen? Možeš li malo manje buke da praviš? Kannst du etwas weniger Lärm machen? Ich versuche Deutsch zu lernen. Pokušavam da učim nemački. Ich versuche Deutsch zu lernen. Kannst du etwas weniger Lärm machen? Habe ich etwas falsch gemacht? Da li sam nešto pogrešno uradio? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich habe etwas Gutes für dich gekocht. Znači od gut, dobro, napravili smo etwas Gutes, nešto dobro. Skuvao sam nešto dobro za tebe. Ich habe etwas Gutes, etwas Leckeres. Možemo također reći. Ich habe etwas Leckeres für dich gekocht. Sie sagte etwas zu ihm, rekla mu je nešto. Sie sagte etwas zu ihm. Hast du etwas bestellt? Da li si nešto već poručio? Hast du schon, možemo reći, hast du schon etwas bestellt? Da li si već nešto poručio? Ich habe etwas Sand im Auge. Imam pesak u oku. Ich habe etwas malo peska u oku. Etwas Sand im Auge. Haben Sie noch etwas billigeres? Znači, billig, pa billiga, jeftino, jeftinije, veliko i nastavak es, nešto jeftinije. Haben Sie noch etwas billigeres? Kann ich etwas für dich tun? Mogu li nešto da učinim za tebe? Kann ich etwas für dich tun? Kein Problem. Ich kann dir etwas Geld leihen. Nije problem. Ja mogu da ti pozajmim nešto novca. Kein Problem. Ich kann dir etwas Geld leihen. Was ist passiert? Mir ist etwas Dummes passiert. Znači dum, glupo, veliko slovo i nastavak es, nešto glupo. Šta se dogodilo? Meni se nešto glupo dogodilo. Was ist passiert? Mir ist etwas Dummes passiert. Der Kaffee ist zu bitter. Ich brauche etwas Zucker. Ein bisschen Zucker. Kafa je suviše gorka, treba mi malo šećera. Etwas Zucker. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Wichtig, pridev, važno, pišemo veliko V i dodamo S. Imam nešto veoma važno da ti kažem. Ich, u stvari moram, ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Er möchte im Urlaub etwas Besonderes erleben. On bi želeo da na odmoru nešto posebno, besonder, posebno, etwas Besonderes, nešto posebno, doživi, erleben. Er möchte im Urlaub etwas Besonderes erleben. Ich habe noch etwas vergessen. Još sam nešto zaboravio. Ich habe etwas vergessen. Darf ich dich etwas fragen? Smijem li te nešto pitati? Darf ich dich etwas fragen? Da fehlt etwas. Tu nešto fali. Da fehlt etwas. Ich soll ihn etwas fragen. Treba nešto da ga pitam. Ich soll ihn etwas fragen. Ich muss dir etwas sagen. Moram ti nešto reći. Ich muss dir etwas sagen. Ovo smo imali. Haben Sie etwas billigeres? Ne smije se ponavljati rečenica. Dobro. Ich muss dir etwas zeigen. Moram ti nešto pokazati.
Ich muss dir etwas zeigen. Brauchst du noch etwas? Da li ti potrebno još nešto? Brauchst du noch etwas? Hast du etwas verloren? Da li si nešto izgubio? Hast du etwas verloren? Ich habe leider nur te. Etwas anderes kann ich dir leider nicht anbieten. Imam, nažalost, samo čaj. Nešto drugo, nažalost, ne mogu ti ponuditi. Etwas anderes kann ich dir leider nicht anbieten. Ponuditi. Ich schulde ihm etwas. Dugujem mu nešto. Ich schulde ihm etwas. Es passiert immer etwas. Uvek se nešto dešava. Es passiert immer etwas. Hast du etwas gekauft? Da li si nešto kupio? Hast du etwas gekauft? Kann ich etwas Geld leihen? Mogu li malo novca pozajmiti nešto? Kann ich etwas Geld leihen? So etwas habe ich noch nie erlebt. Nešto tako još uvek nikada nisam do sada doživeo. Erleben. So etwas habe ich noch nie erlebt. To možemo reći so etwas Schönes, so etwas Dummes, so etwas Interessantes habe ich noch nie erlebt. Ili so etwas habe ich noch nie gehört. Tako nešto nikad nisam čuo. So etwas habe ich noch nie gehört. Hast du etwas auf Kredit gekauft? Da li si nešto kupio na kredit? Hast du etwas auf Kredit gekauft? Kann ich dich etwas fragen? Mogu li nešto da te pitam? Kann ich dich etwas fragen? Kann man hier noch etwas sehen? Može li se nešto, ovde još nešto videti? Kann man hier noch etwas sehen? Es passiert ständig etwas. Malo pre smo imali es passiert ima etwas. Znači ständig oder ima. Uvek. Stalno se nešto dešava. Es passiert ständig etwas. Ich muss dir etwas erzählen. Moram nešto da ti ispričam. Ich muss dir etwas erzählen. Ich möchte dir etwas schenken. Želeo bih nešto da ti poklonim. Ich möchte dir etwas schenken. Wir müssen euch etwas erzählen. Mi moramo vama nešto ispričati. Wir müssen euch etwas erzählen. Hast du etwas zu trinken? Imaš li nešto za piće? Ich habe großen Durst. Veoma sam žeden. Haben Sie etwas verloren? Ja, meinen Schlüssel. Da li ste nešto izgubili? Da, svoj ključ. Haben Sie etwas verloren? Ja, meinen Schlüssel. Können Sie bitte etwas lauter sprechen? Da li biste mogli, molim vas, malo glasnije da govorite. Können Sie bitte etwas malo lauter sprechen? Wirst du morgen etwas Zeit für mich haben? Hoćeš li sutra malo vremena za mene imati? Wirst du morgen etwas Zeit für mich haben? Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Izvinjam se, smijem nešto vas pitam. Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen. Može li se ovdje dobiti nešto za jelo i za piće? Kann man hier etwas zu essen und trinken bekommen? Hast du nicht vergessen, etwas Wichtiges zu tun? Zar nisi zaboravio nešto važno da uradiš? Etwas Wichtiges. Hast du nicht vergessen, etwas Wichtiges zu tun? Ich hole Ihnen etwas zu trinken. Sie haben sicher Durst. Doneću vam nešto da popijete. Sigurno ste žedni. Ich hole Ihnen etwas zu trinken. Sie haben sicher Durst. Ich muss etwas Geld verdienen, um mein Studium beenden zu können. Moram da zaradim nešto, malo novca, da bih mogao da završim studije. Ich muss etwas Geld verdienen, um mein Studium beenden zu können. Wenn Sie einen Job suchen, kann ich etwas für Sie tun. Ako tražite posao, mogu da uradim nešto za vas. Wenn Sie einen Job suchen, kann ich etwas für Sie tun. Du hast sicher etwas Schlimmes gemacht. Sigurno si uradio nešto
loše. Schlimmes, schlimm, schlimmes. Du hast sicher etwas Schlimmes gemacht. Man hat immer etwas zu wünschen. Man hat immer etwas zu wünschen. Dakle, uvek nešto želimo, uvek ima nešto da se poželi. Was ist dir heute passiert? Mir ist etwas Lustiges passiert. Šta ti se dogodilo? Dogodilo mi se nešto, znači lustig, sa S, lustiges, nešto smešno, nešto zabavno. Etwas Lustiges ist mir passiert. Möchtest du etwas trinken? Nein, danke, jetzt nichts. Hoćeš li nešto? Ne, ništa. Etwas? Nichts. Welche Farbe möchtest du? Ganz egal, es soll nur etwas Dunkles sein. Koju ćeš boju? Svejedno. Samo da je dunkel, dunkles, nešto tamno. Etwas Dunkles. Tagsüber schlafe ich manchmal etwas nach dem Mittagessen. Preko dana spavam ja ponekad malo posle ručka. Etwas. Tagsüber schlafe ich manchmal etwas nach dem Mittagessen. Nachdem er das Essen bezahlt hatte, wollte er den Kellner etwas fragen. Nakon što je platio jelo, želeo da pita konobara nešto. Nachdem er das Essen bezahlt hatte, wollte er den Kellner etwas fragen. Hast du heute etwas vor? Da li planiraš nešto da radiš danas? Etwas vor. Hast du heute Abend etwas vor? Planiraš da radiš nešto večeras? Möchtest du vor dem Film etwas zu essen bestellen? Hoćeš li da pre filma naručimo nešto za jelo? Möchtest du vor dem Film etwas zu essen bestellen? Ich habe etwas vorbereitet, das Ihnen sehr gefallen wird. Pripremio sam nešto što će vam se veoma dopasti. Ich habe etwas vorbereitet, das Ihnen sehr gefallen wird. Habt ihr schon etwas bestellt? Da li ste već nešto naručili? Habt ihr schon etwas bestellt? Heute kann er etwas früher nach Hause gehen. Danas može malo ranije da ide kući. Heute kann er etwas früher nach Hause gehen. Sobald ich herausfinden kann, wie man Geld sendet, schicke ich Ihnen etwas. Čim saznam kako može da se pošalje novac, poslaću vam malo, nešto novca. Sobald ich herausfinden kann, wie man Geld sendet, schicke ich Ihnen etwas. Ich hätte gerne etwas Wasser. Želeo bih malo vode. Ich hätte gerne etwas Wasser. Darf ich Sie um etwas bitten? Bitten, mogu li vas za nešto zamoliti? Darf ich Sie um etwas bitten? Wir haben etwas Saft im Kühlschrank. Imamo malo soka, nešto soka u frižideru. Wir haben etwas Saft im Kühlschrank. Ich denke, mit dir stimmt etwas nicht. Mislim da s tobom nešto nije u redu. Ich denke, mit dir stimmt etwas nicht. Bitte, tun Sie etwas dagegen. Molim vas, uradite nešto protiv toga. Bitte, tun Sie etwas dagegen. Er ist nicht mehr arm. Er hat etwas Geld verdient. Nije više siromašan, zaradio je malo nešto novca. Er ist nicht mehr arm. Er hat etwas Geld verdient. Gibt es etwas, was ich dir bringen kann? Ima li nešto što mogu da ti donesem? Gibt es etwas, was ich dir bringen kann? Ich komme heute zu dir, um dir etwas Persönliches zu sagen. Doći ću danas kod tebe da bih ti nešto lično rekao, znači persönlich, pride, veliko P i dodajemo S nastavak. Etwas Persönliches, nešto lično. Ich hab dir etwas Persönliches zu sagen. Ich komme eventuell etwas später. Doći ću možda malo kasnije. Ich komme eventuell etwas später. Alle wollen etwas anderes. Svi žele nešto drugačije.
Alle wollen etwas anderes. Darf ich etwas sagen? Smem li nešto da kažem? Die Menschen sind nie zufrieden. Wenn du ihnen heute etwas gibst, dann verlangen sie morgen etwas anderes. Ljudi nikada nisu zadovoljni. Kada ti njima danas nešto daš, onda zahtevaju oni sutra nešto drugo. Wenn du ihnen heute etwas gibst, dann verlangen sie morgen etwas anderes. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Imaš li neki papirić, ceduljicu? Ich muss etwas notieren. Moram nešto da zapišem. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Kann man dich leicht von etwas überzeugen? Da li te neko može lako ubediti? Da li te inače ljudi lako ubede u nešto? Kann man dich leicht von etwas überzeugen? Hast du mir etwas Neues zu zeigen? Imaš li nešto novo da mi pokažeš? Znači, neu. Novo, dodajemo S i pišemo veliko N. Etwas Neues. Hast du mir etwas Neues zu zeigen? Ich schenke meiner Mutter etwas Schönes. Poklonit ću svoje mami nešto lepo. Ich schenke meiner Mutter etwas Schönes. Ich würde sagen, dass der beste Weg, sich an etwas zu erinnern, es oft zu wiederholen. Rekao bih da je najbolji na put način da se nečega setiš, da to često ponavljaš. Da. Das kommt mir logisch vor. Ich würde sagen, dass der beste Weg, sich an etwas zu erinnern, es oft zu wiederholen. Es ist kalt und ich hätte gern heißen Tee mit etwas Honig. Hladno je, ja bih rado čaj sa malo meda. Es ist kalt und ich hätte gern heißen Tee mit etwas Honig. Ich schulde ihr etwas Geld, ja dugujem njoj nešto, malo novca. Ich schulde ihr etwas Geld. Macht es dir etwas aus, wenn spät nach Hause kommt? Ovdje imamo ovaj izraz, mach es dir etwas aus, da li ti smeta? Stört es dich, da li ti smeta? Macht es dir etwas aus, kada on dolazi kasno kući? Macht es dir etwas aus, wenn spät nach Hause kommt? Wenn ich ehrlich bin, es macht mir etwas aus. Pa, ehrlich gesagt, iskreno rečeno ili iskreno da kažem, es macht mir etwas aus. Smeta mi, es macht mir etwas aus. Warten wir, bis das Wetter etwas wärmer wird. Sačekajmo dok vreme ne postane malo toplije, etwas wärmer. Warten wir, bis das Wetter etwas wärmer wird. Keiner von uns konnte etwas tun. Niko od nas nije mogao ništa da uradi. Keiner von uns konnte etwas tun. Habe ich etwas verpasst? Jesam nešto propustio? Habe ich etwas verpasst? Ich habe noch nie so etwas gehört. Nikada nisam do sada čuo tako nešto. To se ponavlja. Es gab immer etwas zu bezahlen. Uvek je bilo nešto da se plati. Es gab ili es gibt. Uvek ima. Es gibt ima etwas zu bezahlen. Was ist der beste Weg, sich an etwas zu erinnern? Koji je najbolji način da se nešto, da se nečega setite? Das zu wiederholen. Da se to ponavlja. Würdest du an deiner Vergangenheit etwas ändern? Da li bi ti nešto promenio u vezi sa tvojom prošlosti. Vergangenheit, prošlost. Würdest du an deiner Vergangenheit etwas ändern? Hat etwas getan, womit ich nicht einverstanden war. On je uradio nešto sa čime ja nisam bio saglasan. Hat etwas getan, womit ich nicht einverstanden war. Letzte Nacht ist etwas sehr Wichtiges passiert. Sinoć se nešto veoma važno dogodilo. Letzte Nacht ist etwas sehr Wichtiges passiert. Hast du noch etwas zu tun? Imaš još nešto da uradiš? Hast du noch etwas zu tun?
Was willst du essen? Etwas Süßes oder etwas Herzhaftes? Šta ćeš da jedeš? Nešto slatko, etwas Süßes oder etwas Herzhaftes? Nešto slano. Es ist uns gelungen, für dich etwas Schönes zu finden. Uspeli smo da za tebe pronađemo nešto lepo. Es ist uns gelungen, für dich etwas Schönes zu finden. Dieser Satz ist etwas übertrieben. Ova rečenica je malo preterana. Übertrieben. Übertreiben je. Preterivati. Dieser Satz ist etwas übertrieben. Wo ist die Bank? Ich muss etwas Geld nehmen. Gde je banka? Treba da uzmem nešto novca. Wo ist die Bank? Ich muss etwas Geld nehmen. Ich habe etwas Geld gespart, in den Urlaub zu fahren. Uštedeo sam malo novca da bih išao na odmor. Ich habe etwas Geld gespart, in den Urlaub zu fahren. Kannst du mir etwas Geld leihen? Ich hab vergessen, meine Brieftasche mitzubringen. Možeš mi pozajmiš nešto novca, zaboravio sam da ponesem torbu novčanika. Kannst du mir etwas Geld leihen? Ich hab vergessen, meine Brieftasche mitzubringen. Soll ich dir etwas kaufen? Da li treba nešto da ti kupim? Nein, danke. Bring mir eigentlich Schokolade, ich hab Lust auf Süßigkeiten. Ne, hvala. Donesi mi zapravo čokoladu, jede mi se nešto slatko. Soll ich dir etwas kaufen? Nein, danke. Bring mir eigentlich Schokolade, ich hab Lust auf Süßigkeiten. Es ist hilfreich, etwas davon zu wissen. Od pomoći je saznati nešto o tome. Es ist hilfreich. Können Sie mir etwas zum Schreiben geben? Možete li mi dati nešto da za pisanje? Können Sie mir etwas zum Schreiben geben? Ich muss hier ehrlich sagen, dass ich immer gegen so etwas war. Moram iskreno reći da sam uvijek bio protiv toga. Ich muss hier ehrlich sagen, dass ich immer gegen so etwas war. Wenn ich pleite wäre, würde ich dich etwas Geld bitten. Kad bih bio bez para, schwarz, pleite, ja bih te zamolio za malo novca. Wenn ich pleite wäre, würde ich dich etwas Geld bitten. Wenn Sie hungrig wären, würde ich etwas für Sie kochen. Kada bi oni bili gladni, ja bih nešto za njih skuvao. Wenn Sie hungrig wären, ili wenn Sie Hunger hätten, würde ich etwas für Sie kochen. Wollen wir heute Abend etwas unternehmen? Hoćemo li večeras da nešto radimo, preduzmemo, da idemo negde? Wollen wir heute Abend etwas unternehmen? Du kaufst mir immer etwas Besonderes. Ti mi uvek kupiš nešto posebno. Du kaufst mir immer etwas Besonderes. Sie hatte immer etwas Interessantes draußen zu tun. Ona je uvek imala nešto interesantno da napolju radi. Sie hatte immer etwas Interessantes draußen zu tun. Dort bekommen wir ziemlich schnell etwas zu essen. Tamo ćemo prilično brzo dobiti nešto za jelo. Dort bekommen wir ziemlich schnell etwas zu essen. Niemand hatte mehr etwas zu sagen. Niko nije imao više ništa da kaže. Niemand hatte mehr etwas zu sagen. Man muss Geduld haben, wenn man etwas Großes machen will. Morate imati strpljenja kada želite da uradite nešto veliko, bitno. Man muss Geduld haben, wenn man etwas Großes, etwas Wichtiges machen will. I to je to. 150 etwas rečenica. Vidimo se u narednom klipu. Ne zaboravite da lajkujete video, da se pretplatite, odnosno pritisnute dugme subscribe na kanal. Ćao.